Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Videoreihe mit dem Titel Oberflächenbeschaffenheit. Heute werden wir zusammen lernen, wie der Begriff der Oberflächen der Technik definiert ist, was Gestaltabweichungen sind und was es mit den 6 Ordnungen der Gestaltabweichung auf sich hat. Wenn wir eine Zeichnung genauer betrachten, so finden wir darauf alle nötigen Informationen für die Herstellung und Beschreibung des abgebildeten Bauteils oder der abgebildeten Baugruppe. Dies sind Angaben zur Geometrie, zu den Toleranzen oder den zu verwendenden Werkstoff. Aber auch viele weitere Angaben können wir auf der Zeichnung finden. Eine davon betrifft die Oberfläche des Bauteils. Sie müssen wir ebenfalls beachten, da ihre Beschaffenheit Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften bei Belastung und den Verschleiß eines Bauteils hat. Eine Oberfläche hat viele verschiedene Eigenschaften, wie beispielsweise die Optik, die Benetzbarkeit oder die Härte. Eine Eigenschaft interessiert uns jedoch ganz besonders, die Rauheit. Diese wollen wir uns später noch genauer betrachten. Zunächst müssen wir jedoch noch ein paar grundlegende Dinge verstehen. Wenn wir uns die grafischen Darstellungen der Bauteile in technischen Zeichnungen betrachten, müssen wir beachten, dass sie ein abstrahiertes Abbild des realen Bauteils darstellen. Es sind also ideale Geometrien und Oberflächen, die so nicht in der Realität herstellbar sind. In DIN 4760 wird die Oberfläche daher in 3 Arten unterteilt. Als erstes haben wir die sogenannte wirkliche Oberfläche. Sie ist die reale Oberfläche, die das gefertigte Werkstück von der Umgebung abgrenzt. Wir können sie bis zu einem gewissen Grad mit unseren Augen und unseren Händen wahrnehmen, wenn wir ein Bauteil betrachten oder berühren. Allerdings kann ihre Struktur so fein sein, dass sie nur unter einem Mikroskop erkennbar ist. Aus ihr entspringt wiederum die Ist-Oberfläche. Sie ist die Oberfläche, die messtechnisch erfasst werden kann. Das heißt, sie entsteht durch Abtasten der wirklichen Oberfläche mit einem Messtaster und entspricht somit ihrem angenäherten Abbild. Sie ist wie eine Kopie der wirklichen Oberfläche, aber im Detail eben nicht das Original. Nehmen wir einmal an, wir hätten ein Stück Vierkantstahl und würden dies in Längsrichtung mittig durchschneiden. Nun entfernen wir die vordere Hälfte und betrachten uns die Schnittkante unter einem Mikroskop. Zu sehen ist die Struktur der wirklichen Oberfläche. Wenn wir diese nun mit einem Messtaster abtasten, erhalten wir eine Kurve. Diese Kurve ist die Struktur der Ist-Oberfläche. Wenn wir nun die Struktur der wirklichen und die der Ist-Oberfläche übereinander legen, so können wir erkennen, dass einige Abweichungen bestehen. Dies liegt daran, dass die Messspitze, auch wenn nicht mit dem bloßen Auge erkennbar, einen gewissen Radius besitzt. Dieser ist zu groß, um in besonders feine Risse oder Poren der wirklichen Oberfläche einzudringen, wodurch diese einfach überflogen und somit nicht dargestellt werden. Als drittes gibt es noch die geometrische Oberfläche. Sie ist die bereits erwähnte ideale Oberfläche, die durch die Zeichnung definiert ist. Anders formuliert ist es die Oberfläche, die in einer Zeichnung dargestellt und durch diverse Angaben ergänzt wird. Da die geometrische Oberfläche in der Realität so nicht herstellbar ist, wird es immer Unterschiede zwischen der gemessenen Ist-Oberfläche und der geometrischen Oberfläche geben. Diese Unterschiede werden Gestaltabweichungen genannt. Das können Kerben, Risse, Dellen, aber auch mikroskopisch kleine Abweichungen sein, die wir mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennen und auch nicht mehr messen können. Um diese Gestaltabweichung besser definieren zu können, werden sie in DIN 4760 der Größe nach in 6 Klassen unterteilt. Den sogenannten Gestaltabweichungen 1. bis 6. Ordnung. Die erste Ordnung beinhaltet dabei die sogenannten Formabweichungen. Das sind Geradheits-, Ebenheits- und Rundheitsabweichungen. Dieser Fall wäre zum Beispiel eingetreten, wenn in der Zeichnung eine gleichmäßige Zylinderform des Bauteils vorgegeben ist, wir bei unserem gefertigten Bauteil jedoch eine konische Form messen. Ursachen dafür können die Durchbiegung des Werkstücks bei der Herstellung oder Verschleiß in den Führungen der Maschine sein. Die zweite Ordnung beinhaltet die sogenannte Welligkeit. Das würde bedeuten, dass das gefertigte Bauteil im Vergleich zur Zeichnungsdarstellung keine geradlinig verlaufende, sondern eine gewellte Oberfläche besitzt. Dies kann durch Schwingungen der Maschine oder Lauf- oder Formabweichungen des Fräses entstehen. Als dritte Ordnung haben wir nun die erste Stufe und damit den gröbsten Grad der Rauheit. Diese wirkt sich zum Beispiel in Form von Rillen aus.
Diesen Fall finden wir oft bei Drehteilen, bei denen Vorschub und Zustellung nicht richtig eingestellt wurden. Die vierte Ordnung entspricht der zweiten Stufe der Rauheit. Im Vergleich zur vorhergehenden Stufe ist diese feiner, kann jedoch immer noch visuell oder haptisch wahrgenommen werden. Beispiele dafür wären Riefen, Schuppen oder Kuppen. Sie können beispielsweise durch Sandstrahlen eines Werkstücks entstehen, bei dem mikroskopisch kleine Teilchen abgetragen werden. Bis hierher können die Gestaltabweichungen im Gegensatz zu den folgenden Ordnungen noch messtechnisch erfasst werden. Die fünfte Ordnung der Gestaltabweichungen und gleichzeitig die dritte und letzte Stufe der Rauheit betrifft die Gefügestruktur eines Werkstoffes. Der Grad der Rauheit ist hier so fein, dass er nur modellartig darstellbar und nur mit besonderen Methoden messbar ist. Diese Art der Gestaltabweichung und die der folgenden Ordnung entstehen beispielsweise durch Schweißen, thermische Umformung oder durch chemische Einwirkungen wie Beizen oder Korrosion. Die sechste und letzte Ordnung beinhaltet Gestaltabweichungen, die den Gitteraufbau eines Werkstoffes betreffen. Sie sind so fein, dass sie modellartig darstellbar sind, jedoch nicht mehr gemessen werden können. Wenn wir nun die Gestaltabweichungen der ersten vier Ordnungen übereinander legen, das heißt die Formabweichung, die Welligkeit und die Rauheit der ersten beiden Stufen miteinander kombinieren, so erhalten wir die Ist-Oberfläche. Sie ist in der Realität also immer eine Kombination aus den ersten vier Ordnungen der Gestaltabweichungen. Zum Schluss fassen wir also noch einmal zusammen. Nach DIN 4760 unterscheiden wir drei Arten von Oberflächen. Die wirkliche Oberfläche, die wir in der Realität wahrnehmen können. Die Ist-Oberfläche, die messtechnisch erfasst werden kann und ein angenähertes Abbild der wirklichen Oberfläche darstellt. Und die geometrische Oberfläche, eine ideale Oberfläche, die nur auf der Zeichnung existiert. Die Abweichungen zwischen Ist- und geometrische Oberfläche werden Gestaltabweichungen genannt und sind in sechs Ordnungen unterteilt. Dabei überlagern sich die Ordnungen 1 bis 4 zur messbaren Ist-Oberfläche, während die Ordnungen 3 bis 5 die Rauheit einer technischen Oberfläche ergeben. Somit wären wir am Ende unseres Videos. In diesem Sinne, macht's gut und hoffentlich bis bald mal wieder.